Schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung und vor allem unserer kleinen Veranstaltungsreihe. Ich freue mich sehr, dass Sie und ihr euch die Zeit genommen habt, auch heute dabei zu sein. Ich darf vielleicht für diejenigen, die noch nicht an dieser Reihe teilgenommen haben, noch mal ganz kurz sagen, dass wir uns inzwischen schon seit über 3 Jahren vorgenommen haben, uns mit der Frage zu befassen, was ist eigentlich eine gute Beschreibung unserer Gegenwart? Die Soziologen nennen das Zeitdiagnose. Und was uns auffiel, ist, dass es alles andere als einfach ist, zu begreifen, in welcher Zeit man eigentlich lebt. Man kann mit etwas zeitlichem Abstand sehr gut beschreiben, was passiert ist. Und man kann natürlich auch technologisch oder gesellschaftlich spekulieren, wie die Zukunft aussieht. Aber was die Gegenwart anbetrifft, also das Jetzt, ist das sehr schwierig und gleichzeitig natürlich absolut notwendig, irgendwie besser und gerade in diesen Zeiten zu versuchen, besser zu beschreiben, was eigentlich unser Zustand der Gegenwart ist oder sein könnte. Wir haben uns bei dieser Vortragsreihe erlaubt, glossarisch vorzugehen. Das heißt, wir haben so zeitdiagnostische Schlagwörter, und zwar möglichst interessante, die wir gemeinsam uns anschauen, und haben vor über drei Jahren angefangen mit dem Buchstaben A wie Authentizität. Das ist ein Zungenbrecher, aber ich kriege es eigentlich immer ganz gut hin. Dietrich Dietrichsen hat damals gesagt, das Postulat unserer Zeit sei jederzeit du selbst, und zwar jeden Tag auf eine andere Art und Weise, was ein sehr interessanter Vortrag war, und haben seitdem viele tolle Vorträge und Diskussionen gehabt. Aber wir sind heute trotzdem bei einem ganz besonderen Highlight. Wir sind nämlich bei T wie Transparenzgesellschaft. Und auch wenn der Begriff der Transparenzgesellschaft vielleicht erstmal ein bisschen seltsam anmutet, so sind wir doch der festen Überzeugung, dass der Begriff der Transparenz unbedingt einer zeitdiagnostischen Betrachtung bedarf. Transparenz scheint irgendwie zum Kernvokabular unserer Zeit zu gehören. Transparenz ist ganz wichtig. Wir fordern die ganze Zeit Transparenz, und gleichzeitig ist es natürlich ein hochambivalenter Begriff, denn wenn Transparenz heißt durchleuchten, alles ans Licht der Öffentlichkeit zerren, dann stellen sich da ein paar Fragen, die vielleicht nicht so einfach sind, wie der Begriff auf den ersten Blick erscheint. Wir haben das große Glück, dass wir einen tollen Referenten haben, nämlich Peter Schaar, den man hier sicher gar nicht mehr groß vorstellen muss. Ich sage trotzdem ein paar Sätze. Peter Schaar ist ganz vielen ein Begriff, und denjenigen, die sich mit der politischen Sphäre befassen, sowieso, weil Peter Schaar war Bundesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit über ganz lange Zeit, nämlich von 2003 bis 2013, und hat damals, das würde er als bescheidener Mensch nie so sagen, aber ich darf das sagen, wirklich wegweisende und sehr wichtige Impulse im Bereich Datenschutz und Informationsfreiheit gegeben. Peter Schaar, und ich zähle das jetzt nicht auf, ist bis heute im Bereich digitaler Bürgerrecht, aber weit darüber hinaus aktiv als Lehrbeauftragter der Uni Hamburg, als Akteur in vielen Kommissionen und Arbeitskreisen. Und was mir ein Herzensanliegen ist, ist darauf hinzuweisen, dass just heute, nämlich am 11. September 2017, passend zum Jahrestag, sein neuestes Buch erschienen ist mit dem Titel, da brauche ich meine Brille, Trügerische Sicherheit, wie Terrorangst uns in den Ausnahmezustand treibt. Ich verspreche Ihnen hiermit, dass wir auch dazu Peter Schaar nochmal einladen, was sicher Berührungspunkte mit dem Thema heute hat, aber heute geht es jetzt erstmal um die Transparenzgesellschaft, und auch da noch ein kleiner Buchtipp, wenn auch von 2015, das digitale Wir, unser Weg in die transparente Gesellschaft, Edition
Körper. Wer das alles nochmal ausführlicher nachlesen will, etwas zurücklegen, dem sei dieses Buch herzlich empfohlen. Und natürlich war das für uns auch eine wichtige Referenz, um Peter Schaar einzuladen. Ich darf Peter Schaar jetzt nach einem donnernden Applaus auf die Bühne bitten. Und im Anschluss gibt es ein kleines Gespräch und dann dürfen Sie selbstverständlich alle Fragen stellen, die Ihnen am Herzen brennen. Vielen herzlichen Dank. Peter Schaar, du hast das Wort. Ja, herzlichen Dank, Peter Siller, für diese sehr freundliche Einführung. Ich hoffe, ich kann die jetzt geweckten Erwartungen nur halbwegs erfüllen. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ja, es geht hier heute um das Thema Transparenz. Transparenz treibt mich schon sehr lange um als Thema, das auch als politisches Thema. Nicht nur die Grünen, schon lange vor der Gründung der Grünen Partei gab es Forderungen nach allgemeinen Akteneinsichtsrechten. Zunächst einmal prallten die an einer geschlossenen Front derjenigen ab, die nicht so sehr daran interessiert waren, hier für mehr Durchblick zu sorgen. Beide großen Parteien, die heute ja wieder oder noch in der großen Koalition vereint sind, gehörten zu den Transparenzverächtern. Ne? Also es gab in beiden Parteien zwar politische Kräfte, die sich für Transparenz einsetzen, für Akteneinsichtsrechte, aber das war eher ein liberales und ein grünes Thema, ein Thema für Bürgerrechtler und sonstige Exoten. Und trotzdem hat sich ja da einiges getan. Wir haben mittlerweile ein Gesetz, das die Transparenz staatlichen Handelns zur Regel macht und das Amts- und Dienstgeheimnis zur Ausnahme werden lässt, beziehungsweise eigentlich werden lassen sollte. Die Realität sieht manchmal anders aus. Aber ich möchte mich jetzt nicht alleine beschränken darauf, die politische Auseinandersetzung in Bezug auf das Informationsfreiheitsgesetz nachzuzeichnen. Das haben andere gemacht. Das kann man auch nachlesen. Ich finde es in der Tat eine tolle Gelegenheit, wenn die Heinrich-Böll-Stiftung sich mit dem Thema Transparenz etwas grundlegender beschäftigt. Denn Transparenz ist vielleicht eine der zentralen Auswirkungen der Digitalisierung, Transparenz, die einfach eintritt. Vieles wird heute technologisch bedingt aufgedeckt, was in früheren Zeiten den Blicken Dritter verborgen geblieben ist. Transparenz hat, auch darauf hat Peter Siller ja zu Recht hingewiesen, einen ziemlich positiven Klang. Der Literaturwissenschaftler Manfred Schneider hält sie sogar für den Star unter den Wörtern. Und der Philosoph und Transparenzkritiker Byung-Chul Han konstatiert, kein anderes Schlagwort beherrscht heute die öffentliche Debatte so viel wie die Transparenz. Egal, ob dieser Hype wirklich berechtigt ist, Transparenz ist schon lange vor der technologischen digitalen Revolution eine Voraussetzung dafür, dass wir uns in der Welt zurechtfinden. Und sie ist tatsächlich lebenswichtig. Es gibt aber ein Problem. Bezogen auf den Einzelnen würde umfassende Transparenz bedeuten, dass das gesamte Denken, Kommunizieren und Handeln öffentlich wird und prinzipiell von jedermann nachvollzogen werden kann. Die Forderung nach uneingeschränkter Transparenz bedeutet letztlich auch den Verlust jeglicher Privatsphäre. Auch wenn manche Entwicklung der Informationstechnologie nahelegt, dass wir letztlich alle zu gläsernen Bürgern werden, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass man eine solche Entwicklung auch uneingeschränkt befürworten oder als Schicksal hinnehmen müsste. Der ehemalige Bundesverfassungsrichter Winfried Hassemer brachte die existenzielle Bedeutung von Transparenz auf den Punkt, als er sagte, vermutlich war die Durchsichtigkeit der Welt für die Menschen und Tiere, die in ihr leben, über unvorstellbar lange Zeit eine Voraussetzung jeglicher Orientierung in dieser Welt. Sie war so selbstverständlich,
dass ihre Existenz und Wichtigkeit so wenig des Nachdenkens und der Rede wert waren wie die Luft, die wir atmen. In einer undurchsichtigen Welt kommt niemand und nichts zurecht. Und das ist nicht erst seit gestern so. Das heißt, wir haben im Grunde genommen Transparenz gehabt, aber wir haben uns nur relativ wenig Gedanken darüber gemacht. Erst mit der Wahrnehmung, mit der, dem Erkennen von Wirklichkeit, mit dem Verbalisieren von Tatbeständen wird für uns Wirklichkeit greifbar. Sprache, das heißt die Benennung von Dingen und Zusammenhängen, führt die Erkenntnisse über den selbstgesehenen und über den erlebten Bereich hinaus. Sprache ermöglicht eine abstrakte Welterkenntnis, die weit über die gegenständliche Realität hinausweist. Ohne Sprache gäbe es keine Kultur, Wissenschaft und Religion. Und Sprache hat etwas mit Transparenz zu tun. Denn Wahrnehmungen lassen sich weitergeben. Erkenntnisse und Meinungen können weitergegeben werden an andere Generationen, und damit wächst unser Wissen von der Welt. Jedenfalls haben wir den Eindruck davon, und es geht darum, die Welt zu deuten. Schon in der biblischen Schöpfungsgeschichte heißt es, am Anfang war das Wort. Alles ist durch das Wort geworden, und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen, und das Licht leuchtet in der Finsternis. Heute gilt mehr denn je, Informationen sind Kitt, vielleicht sogar der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält. Trotzdem war die Transparenz bis weit ins 20. Jahrhundert hinein eben kaum ein Thema. Dabei waren und sind bis heute die Möglichkeiten zur sprachlichen Kommunikation und zur Wissensgewinnung ungleich verteilt. Mit der Differenzierung der Gesellschaft wuchs gleichzeitig die Bedeutung von Herrschaftswissen. In vordemokratischen Gesellschaften agierten die herrschenden Eliten vielfach im Verborgenen, unbehelligt von öffentlicher Kontrolle und Kritik. Die Geheimhaltung ging im Extremfall so weit, dass sogar die Namen der obersten Entscheidungsträger, bisweilen die Namen sämtlicher Mitglieder der herrschenden Gruppe, vor der Öffentlichkeit geheim gehalten wurden. Warum war das so? Zum einen ging es darum, die Herrschaft zu mystifizieren. Zum anderen ging es allerdings auch um den praktischen Zweck, geheim zu halten, wie klein die Gruppe der Herrschenden war und wie zerbrechlich die Herrschaft tatsächlich in realen Dimensionen gemessen war. Also insofern ist Intransparenz tatsächlich auch ein Herrschaftsmittel gewesen, und das ist es bis in unsere Tage. Es wird praktiziert, etwa in Nordkorea, wo die Zusammensetzung der Elite und die wirkliche Machtverteilung als Staatsgeheimnisse gehütet werden. In modernen Gesellschaften, in demokratischen Gesellschaften, hat diese Form von Verweigerung von Transparenz, diese extreme Form, eigentlich nichts mehr verloren. Und schon im 18. und 19. Jahrhundert setzte sich dementsprechend in den westlichen Gesellschaften die Vorstellung durch, dass Transparenz notwendig sei, um den Gebrauch und vor allem den Missbrauch von Macht zu begrenzen. Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Informationsfreiheit haben hier ihre gemeinsamen Wurzeln. Nur wenn die Menschen die Möglichkeit haben, sich ohne Furcht vor Repression zu informieren und sich frei zu äußern, können sie auch politisch Einfluss nehmen. Ein staatliches Selbstverständnis, das auf der Abschottung des Wissens vor dem Volk beruht, ist deshalb mit modernen Vorstellungen von Demokratie und Partizipation unvereinbar. Ein berühmter amerikanischer Rechtswissenschaftler, Louis D. Brandeis, brachte es in den 1920er Jahren auf den Punkt: Publicity is justly commended as a remedy for social and industrial diseases. Sunlight is said to be the best of disinfectants. Er zielt dabei auf den Staat, aber auch auf die Wirtschaft ab, die
anfällig waren und anfällig sind für Vetternwirtschaft, für Korruption, für Selbstbedienung. Und dies sah er als soziale Krankheiten an, die es mit Transparenz, mit Sunlight zu bekämpfen gelte. Während die Behörden in Skandinavien bereits seit vielen Jahrzehnten, teilweise Jahrhunderten verpflichtet waren, Transparenz herzustellen, blieb Transparenz insbesondere im deutschsprachigen Raum eher eine wenig beachtete politische Qualität. In Schweden zum Beispiel wurde dieser Akteneinsichtsanspruch, den ich vorhin erwähnt hatte, als Forderung schon 1766 realisiert und hat Verfassungsrang. Bei uns, aber auch teilweise im angelsächsischen Raum, dauerte es sehr viel länger. Das englische Parlament tagte bis weit ins 19. Jahrhundert hinein geheim. Wer über Parlamentssitzungen öffentlich berichtete, machte sich strafbar. Die zeitgenössischen Äußerungen eines englischen Politikers sind so zu verstehen: Eine Gruppe von Leuten sei desto leichter in Übereinstimmung zu bringen, je geheimer ihre Verhandlungen geführt werden. Auch heute gibt es viele Staatsgeheimnisse, die von den Regierungen verbissen gegen eine neugierige Presse und die Öffentlichkeit aufmüpfige Oppositionspolitiker verteidigt werden. Und dieses Argument ist ja nicht völlig von der Hand zu weisen. In dem Moment, wo ich in der Öffentlichkeit verhandle, muss ich mein Gesicht wahren. Wenn ich in einer kleinen Gruppe, in einem abgeschlossenen Kreis außerhalb der Öffentlichkeit mich bewege, ist die Kompromissfindung bisweilen leichter. Also insofern sind die Argumente von Transparenzgegnern oder Skeptikern ja nicht unsinnig. Andererseits denke ich, im Hinblick auf die seither stattgefundenen Demokratisierungsprozesse, auch den Sieg von rechtsstaatlichen Verhältnissen, muss es Transparenz geben, auch wenn diese Transparenz nicht unbeschränkt, nicht unbegrenzt sein kann. Es hat sich die Auffassung durchgesetzt, dass in der Demokratie öffentliche Angelegenheiten grundsätzlich öffentlich zu beraten sind. Ich hatte letzte Woche die Gelegenheit, mit einer chinesischen Delegation darüber zu diskutieren, ob denn Gesetze eigentlich öffentlich sein müssen. Das ist keine Selbstverständlichkeit überall. Ne? Geheimgesetze gibt es in manchen Ländern, auch solchen, die einen demokratischen Anspruch haben, ganz zu schweigen von autoritären Systemen. Ne? Also wo man einfach sagen muss, wenn jemand die Regeln nicht kennt, kann er im Prinzip ja auch nicht auf seinen Rechten beharren. Er kann das nicht durchsetzen. Das heißt, alles, was dann folgt, bis hin zur gerichtlichen Überprüfung, setzt ja voraus, dass man die Ansprüche zumindest kennt und dass man die Begrenzung von staatlichem Handlungen kennt. Das ist noch nicht allgemeingut überall auf der Welt und es muss gegebenenfalls immer wieder neu durchgesetzt werden. Die Bürgerinnen und Bürger brauchen Informationen, um sich in den politischen Diskussionen zurechtzufinden und bei Wahlen zu entscheiden. Also wie sozusagen in der Frühzeit des Menschen es darum ging, diesen Nahbereich zu durchschauen, geht es jetzt darum, viel stärker auch den Bereich der Gesellschaft zu verstehen und dabei Informationen zu sammeln, zu ordnen, zu bewerten. Der Ursprung des modernen Prinzips Freedom of Information ist allerdings erst nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen. Es ist ein Ergebnis der Nachkriegsordnung. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen stellte 1946 fest: Freedom of information is a fundamental human right and is the touchstone for all the freedoms by which the United Nations is concerned. Das heißt, Informationsfreiheit im weitesten Sinne, einschließlich der Pressefreiheit, ist die Voraussetzung dafür, dass demokratische Verhältnisse gewährleistet werden. Und auch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts geht ganz eindeutig in diese Richtung. Dieses Transparenzgrundrecht des Artikels 5 Absatz 1 unseres Grundgesetzes eben doch sehr große Bedeutung hat. Und insofern denke ich, da hat sich einiges eben getan in den letzten 30, 40 Jahren. Die USA waren im Übrigen das
erste Land, das in der Nachkriegszeit dann ein umfassendes Informationsfreiheitsgesetz bekommen haben. Der Kongress verabschiedete es 1966. Und nach dem Watergate-Skandal, der in den 70er Jahren dann ja stattgefunden hatte, wurden diese Informationsrechte dann noch einmal ausgeweitet. Übrigens, nach dem 11. September 2001 wurden viele dieser ausgeweiteten Informationsrechte wieder zurückgefahren. Nur das sozusagen dazu, dass auch ein bestimmter Stand, der irgendwann mal erreicht ist, nicht zwangsläufig immer anhält. Ne? Also so nachhaltig sind die Erfolge manchmal nicht. Rechte müssen verteidigt werden. Und wenn das nicht geschieht, dann kann es auch ein Rollback geben. Dass in Deutschland erst 2006 bundesweit mit dem Informationsfreiheitsgesetz eingeführte Recht auf Zugang zu Informationen, die bei öffentlichen Stellen vorhanden sind, wirkt sich auf das Machtgefüge aus. Es handelt sich um ein neues Jedermannsrecht, das nicht an eine bestimmte Rolle oder Funktion gebunden ist. Zuvor waren die Informationsrechte gegenüber dem Staat an die persönliche Betroffenheit gebunden. Das gilt für das Verwaltungsverfahrensgesetz, das ja ein Akteneinsichtsrecht für die Verfahrensbeteiligten vorsieht. Das gilt aber auch für das Datenschutzrecht, nachdem es zwar einen Auskunftsanspruch gibt, aber dieser Auskunftsanspruch beschränkt sich auf die zur eigenen Person gespeicherten Daten. Anders ist das eben beim Informationsfreiheitsgesetz. Hier ist klargestellt, dass zumindest im Grundsatz nach niemand begründen muss, warum er bestimmte staatliche Informationen haben möchte. Dieser Informationsanspruch ist auch nicht an eine bestimmte Rolle oder Funktion, an einen Beruf gebunden. Das Presserecht kennt einen Auskunftsanspruch auch schon seit langem gegenüber staatlichen Stellen. Aber es sind nur Journalisten und nicht alle Journalisten sogar, sondern diejenigen, die als Vertreter der Presse, des Rundfunks und anderer Medien tatsächlich beruflich auch auftreten, die diesen Auskunftsanspruch gegenüber staatlichen Stellen geltend machen können. Und bei Abgeordneten gibt es auch Fragerechte. Und die Regierung muss antworten, dass sie das nicht immer so tut, wie das die Opposition speziell für richtig hält, das ist noch eine andere Frage. Aber auch hier ist das an die Funktion, an das Abgeordnetenmandat gebunden. Anders beim Informationsfreiheitsgesetz. Es ist ein Recht, das jeder Person zusteht. Im Übrigen ein Anspruch, das nicht nur jeder natürlichen Person zusteht, sondern auch jeder juristischen Person. Das macht die Sache natürlich dann noch einmal ein Stückchen weiter, weil zum Beispiel auch Unternehmen Interesse haben könnten, bestimmte Informationsquellen, die staatlicherseits vorhanden sind, zu nutzen. Was dann wiederum gerade im Zusammenhang mit Digitalisierung eine spannende Angelegenheit werden könnte, weil diese Informationen ja einen wirtschaftlichen Wert haben könnten und insofern auch die Grundlage für bestimmte Geschäftsmodelle bilden. Wobei ich sagen würde, das ist nichts Negatives grundsätzlich, denn letztlich geht es ja auch darum, dass dadurch dann wirtschaftliches Fortkommen gefördert werden kann. Anders als das Informationszugangsrecht, anders als diese beschränkten Rechte, die ich genannt hatte, ist also das Informationszugangsrecht grundsätzlich auch das Aus des Amtsgeheimnisses. Das Amtsgeheimnis bedeutet ja, dass Behörden, die Informationen geheim zu halten haben, die sie im Rahmen ihrer Tätigkeiten hoheitlicher oder sonstiger öffentlicher Aufgabenwahrnehmung gemäß erhielten. Das war, muss man allerdings sagen, natürlich auch in gewissem Umfang ein Schutzanspruch gegenüber denjenigen, die zum Beispiel zur Auskunft verpflichtet waren gegenüber dem Staat, die einer staatlichen Aufsicht unterliegen, ne, die dann nicht befürchten mussten, dass das, was sie dann dem Staat gaben, dann öffentlich diskutiert wird. Wobei man dann sagen muss, bisweilen gibt es auch ganz gute Gründe, solche Informationen, auch wenn sie von dritter Seite kommen, zu
beauskunften beziehungsweise öffentlich zu machen. Denken Sie an Rechtsverstöße von Unternehmen. Denken Sie zum Beispiel an die Ekelliste der Berliner Verwaltung, die dann, ich glaube, es gibt sie nicht mehr, weil es dann rechtlich auf zweifelhaften Füßen stand, wo man dann die Unternehmen benannte, bei denen man im Rahmen der Aufsicht nach dem Gewerberecht festgestellt hat, dass sie mit Lebensmitteln nicht so umgingen, wie das gesetzlich vorgegeben war. Das Informationsfreiheitsgesetz stellt Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sogar unter absoluten Schutz. Ich halte das nicht für so besonders gelungen. Während die Privatsphäre, personenbezogene Daten, Datenschutz nur sozusagen Gegenstand von Abwägung sind, ne, ob die Daten herausgegeben werden müssen. Also so gab es beispielsweise Fälle, wo dann Unternehmen Daten nicht herausgeben mussten oder nicht oder staatliche Stellen Daten nicht herausgeben durften auch, weil zum Beispiel ein Unternehmen sich auf dieses Betriebs- und Geschäftsgeheimnis berief, das darin bestand, dass sie die Füllmengen bei Getränkeflaschen unterschritten. Ne, das, und sich damit einen Vorteil gegenüber anderen Unternehmen verschaffte. Das fiel zunächst erstmal oder wurde unter dem Hinweis auf das Bestehen von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen dann nicht herausgegeben. Es gab dann Gerichtsentscheidungen, die das korrigiert haben, zum Glück. In vielen osteuropäischen Staaten wurde nach der Rekonstruktion der Demokratie ein durch die Verfassung verbriefter Anspruch auf Informationszugang gegenüber dem Staat eingeführt. In Deutschland enthält nur die Verfassung des Landes Brandenburg vom Jahr 1992 ein solches ausdrückliches Informationszugangsrecht. Es ist naheliegend, dass die Erfahrungen mit dem DDR-Staatsapparat, die damals noch sehr präsent waren, zu diesem Verfassungsartikel beigetragen haben. Während mehr als 100.000 offizielle und inoffizielle Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes intensiv an der umfassenden Überwachung der Bevölkerung arbeiteten, verweigerte der erste demokratische Arbeiter- und Bauernstaat auf deutschem Boden, das ist jetzt in Anführungsstrichen, die ich jetzt nicht mitgesprochen hatte, seinen Bürgern jeglichen Einblick in Staatsinterne. Kurz nach der Wende, es muss so im Sommer 1990 gewesen sein, hatte ich dann auch mal die Gelegenheit, das Statistische Amt der DDR zu besuchen. Und ich war überrascht, dort festzustellen, dass mit welchen Sicherungsmaßnahmen die Daten dort gesichert waren. Die Volkszählungsdiskussion im Westen war mir noch sehr bewusst. Ich habe die auch als Datenschützer schon mitgemacht. Und ich war beeindruckt, wie gut die DDR ihre Daten schützte, viel stärker als die statistischen Ämter im Westen. Aber als ich dann nachfragte, stellte sich heraus, das waren nicht die Daten der Bürgerinnen und Bürger, sondern es waren die statistischen Ergebnisse, die geschützt waren. Das heißt, der totalen Transparenz des Bürgers gegenüber dem Staat stand der totale Ausschluss von Informationen, die Informationsverweigerung, die totale Negierung von Transparenz gegenüber den Bürgern im Hinblick auf die wirklich relevanten Informationen, wie es um den Staat bestellt war, gegenüber. Na, das ist eben auch den Menschen dann durchaus deutlich geworden, dass genau dieses Missverhältnis, diese Asymmetrie nicht aufrechterhalten werden sollte. Insofern, wie gesagt, waren die ostdeutschen Bundesländer Vorreiter, die meisten ostdeutschen Bundesländer Vorreiter in Sachen Informationsfreiheit, genauso wie die osteuropäischen Staaten heute sehr weitgehende Informationsfreiheitsgesetze haben. Es wurde auch diskutiert, inwieweit gerade in der Aufarbeitung der Verhältnisse in der DDR die Transparenz dieser Informationszugangsanspruch ins Grundgesetz aufgenommen werden sollte. Das war ein Thema beim großen runden Tisch. Es gab auch Mehrheiten dafür bei dem Verfassungsentwurf, der dort erarbeitet worden ist, Verfassungsentwurf für die neue gesamtdeutsche Verfassung, aber im Bundesrat fanden dann diese Vorschläge nicht die notwendige Zweidrittelmehrheit. Insofern denke ich, ist man da nicht so weit gegangen, wie ich mir das hätte gewünscht hätte.
Und lassen Sie mich aber gleichwohl zum Schluss noch ein bisschen Wasser in den Transparenzwein gießen. So bedeutsam die Gewährleistung der Transparenz ist, gibt es doch auch heute Gründe, der Einblicknahme Dritter Grenzen zu setzen. Ich meine damit nicht allein den bereits erwähnten Schutz der Privatsphäre, dessen Bedeutung das Bundesverfassungsgericht in einer Vielzahl von Entscheidungen immer wieder betont. Auch im Bereich der politischen Meinungsbildung sind geschützte Räume wichtig. Die politische Diskussion lebt davon, dass man sich mit Freunden und Vertrauten offen austauscht. Dazu gehört auch, dass sich die Teilnehmer trauen, unorthodoxe Gedanken zu äußern, ohne fürchten zu müssen, dafür an den öffentlichen Pranger gestellt zu werden. Es wäre also töricht, das Spannungsverhältnis von Privatheit und Transparenz einseitig und immer zugunsten der Transparenz aufzulösen. Gute Politik zeichnet sich hier wie auch auf anderen Feldern dadurch aus, im Hinblick auf widerstreitende, legitime Zielsetzungen einen sinnvollen Ausgleich zu finden. Im Hinblick darauf denke ich allerdings, dass unser Staat, aber auch unternehmerische Entscheidungen durchaus noch mehr Transparenz vertragen können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Sie können sich schon mal überlegen, wo man nachbohren müsste, wo es noch Fragen gibt. Ich würde vielleicht ganz kurz das Gespräch noch mal hier vorne halten und hatte mir vier kleine Fragen schon mal überlegt, die wir vielleicht im Staccato noch mal kurz durchgehen. Peter Schaar, erste Frage, weil ich mich das wirklich gerade noch mal gefragt habe, dieses Zitat von Volker Hassemer, dass Transparenz in Gesellschaften, wo schon immer eine große Rolle spielte, geradezu überlebensnotwendig war, ohne dass man sozusagen einen Begriff dafür hatte. Ich meine, ein Gegenargument wäre natürlich, du hast ja selber Beispiele genannt, dass in der vormodernen Welt eigentlich sowohl im staatlichen Bereich wie auch im religiösen Bereich wie auch sozusagen im kulturellen und familiären Bereich in gewisser Weise diese Idee der Offenlegung von Gründen, von Entscheidungskriterien und so weiter keine sonderlich große Rolle gespielt hat. Also was hat Hassemer eigentlich genau gemeint? Nun, wir können ihn ja nicht mehr fragen, aber klar ist doch, dass wir im Grunde es beim Konzept der Transparenz mit einem Konzept der Moderne zu tun haben, genauso wie bei der Begrifflichkeit der Privatsphäre. Ne? Das heißt, beides bedingt ein Stück einander, und in dem Moment, wo die Gesellschaft sich differenziert und wo darüber auch irgendwo diskutiert wird, wo geforscht wird, wo man nach Erkenntnissen sucht, da entstehen dann solche Begrifflichkeiten, und dieses Spannungsverhältnis ist, denke ich, insofern auch und damit auch die Bedeutung von Transparenz als eine Dimension der gesellschaftlichen Realität ist im Grunde erst mit der bürgerlichen Gesellschaft wirklich entstanden. Ne? Insofern denke ich, das, was man als Transparenz in dieser vormodernen Gesellschaft und seit Ewigkeiten eigentlich hatte, beschränkte sich wirklich auf diesen Nahbereich, der sozusagen die unmittelbaren Lebensumstände betraf. Die Vorstellung, dass man jetzt aber den Gutsherrn zwingen sollte, genau zu definieren und zu erklären, weshalb er jetzt bestimmte Gelder eintrieb und wofür er sie genau verwendete, diese Vorstellung kam den Menschen nicht. Sie hatten nur die Vorstellung, das ist einfach zu viel und wir können das nicht leisten und wir verhungern. Ne? Also das war ja auch schon natürlich dann Ausdruck einer extremen Unzufriedenheit. Aber da jetzt mit Transparenz gegen anzugehen, die Vorstellung hatte man nicht. Das lag den Bauernkriegen nicht zugrunde. Ne? Also insofern würde ich sagen, es ist ein modernes Konzept, und es ist ein Konzept, das gerade
eben in den letzten Jahrzehnten eben an Bedeutung gewonnen hat, weil auch die Informationen in immer größerem Umfang verfügbar sind und sich die Frage stellte, wer verfügt eigentlich darüber? Also ich spiele jetzt mal ein bisschen den Advocatus Diaboli und schließe eine zweite Frage an, die sich jetzt tatsächlich nochmal auf deinen letzten Punkt bezieht, nämlich nennen wir es mal die Sphäre von politischer Meinungsbildung und politischem Austausch. Was man ja schon fragen kann, ist das nicht eigentlich sozusagen im digitalen oder in der digitalen Gegenwart fast eine Untertreibung, wenn man sagt, man muss aufpassen, dass die Leute nicht fürchten müssen, dass ihnen vorgeworfen wird, dass sie laut nachgedacht haben. Ich meine, die Realität ist doch die, dass zumindest, zum Beispiel in der parteipolitischen Szene, aber auch in NGOs, eine wahnsinnige Angst vorherrscht, irgendwie, dass irgendwas publik wird. Und das wird ja sehr schnell publik, selbst im kleinsten Kreis, was irgendwie medial verwertet werden kann, was irgendwie gegen einen gespielt wird, was ja zu einer unglaublichen Verflachung auch der politischen Kommunikation führen kann, aus dieser Angst heraus. Also wie werden wir diese Angst wieder los? Also du hast völlig recht, dass das eine Untertreibung ist, die ich hier gemacht habe. Ja, das haben wir. Wir haben diese Ängstlichkeit. Und diese Ängstlichkeit hat bei manchen und bei relativ vielen Menschen die Folge, dass sie ihre Meinung nur dosiert preisgeben, nicht? Und das ist natürlich etwas, was der politischen Debatte nicht wirklich nützt. Ich fürchte allerdings, oder ich bin ziemlich sicher, dass die Verweigerung von Transparenz, insbesondere wenn es um den Staat geht oder wenn es um staatlich finanzierte Organisationen geht, letztlich nicht das richtige Mittel dagegen sein wird, sondern vielleicht mehr Mut dann da sein muss, diese Konflikte dann auch auszutragen. Aber richtig ist, das finde ich auch, dass es geschützte Räume geben sollte, wo man einfach sagt, aus diesem Meeting wird nicht getwittert. Ne? Und Chatham Rules, House Rules beispielsweise, viele von Ihnen haben vielleicht diese schon mal bei einer Konferenz teilgenommen, die nach diesen Regeln geht, wo man sagt, alles kann gesagt werden, ne? Und dann gibt es verschiedene Varianten und dann wird gesagt, dürfen auch sozusagen bestimmte Erkenntnisse preisgegeben werden, aber wer was gesagt hat beispielsweise so, und im Detail sollte nicht preisgegeben werden. Solche Regeln haben heute noch mehr Sinn, als es vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Also ich habe das auch teilweise als sehr lästig empfunden, wenn bei bestimmten Bundestagsausschusssitzungen oder auch teilweise aus internen Kreisen dann jemand immer auf Twitter alles sozusagen und dann häufig auch noch schräg wiedergab, was man dann gesagt haben sollte, ne? Angeblich. Nicht, das macht die Sache dann manchmal manchmal nicht einfacher. Also eine stärkere Unterscheidung zwischen so einer voröffentlichen Phase der Meinungsbildung und dann sozusagen einer öffentlichen Ausweispflicht von... Ich denke schon. Und es gibt auch da sicherlich auch unterschiedliche Dimensionen. Es gibt einmal die zeitliche Dimension, die ja noch nicht endet in dem Moment, wo jetzt eine Entscheidung getroffen ist. Also ich denke jetzt zum Beispiel an die Geheimhaltung, wo wir ja feststellen können, dass es da in den USA eine sehr viel größere Offenheit gibt, was geheimdienstliche und auch sonstige sicherheitsrelevante Informationen betrifft, nach einer gewissen Zeit. Da wird freigegeben. Ne? Man kann heute die Details der Kuba-Affäre nachlesen. Man kann nachlesen, wie mit Martin Luther King umgegangen wurde oder auch viele Aspekte des Vietnamkrieges, die seinerzeit unter Geheimhaltung fielen, sind heute nachlesbar. Bei uns wird unter Berufung auf Geheimhaltung immer noch verweigert, die Aufklärung, was eigentlich beim Oktoberfestattentat von 1981 geschehen ist, also auch schon ziemlich lange her, oder noch weiter zurückgehende Zusammenhänge, wie zum Beispiel die Aufbauphase der deutschen Nachkriegsnachrichtendienste. Ne? Also das ist nach wie vor ein Staatsgeheimnis, das ist nicht einzusehen. Vorletzte Frage von mir.
diese Figur sozusagen der Informationspflicht des Staates und das Transparenzgebot gegenüber staatlichen Institutionen, gerade jetzt in Abgrenzung zur Privatsphäre, wo wir ja in gewisser Weise diese Transparenz eher kritisch sehen, gerät natürlich noch durch eine andere Entwicklung unter Druck, nämlich dass sich ja mit Blick auf Machtkonzentration und die Forderung von Transparenz, die eigentlich auf einer Machtballung beruht, ja gar nicht, uns da ja gar nicht mehr unbedingt in erster Linie der Staat einfällt, sondern eher wirtschaftliche Machtkonzentration. Frage: Inwieweit gilt dieses Transparenzgebot aus deiner Sicht jenseits des klassischen rechtsstaatsliberalen Unterscheidung von Staat und Privat gegenüber wirtschaftlichen Akteuren? Inwieweit gilt es gegenüber wirtschaftlichen Akteuren und inwieweit gibt es da Probleme? Also ich, nur mal ein kleines Beispiel, wenn wir etwa die Transparenz, Renat Hangen sitzt in der ersten Reihe, kennt sich da sehr gut aus, von digitalen Playern fordern mit Blick auf ihre Algorithmen. Beispiel. Algorithmus Watch, Algorithm Watch ist eine eigene NGO und so weiter, viele, dann heißt es natürlich, ich spitze mal zu, auch sozusagen Kerninformation, du hast vorhin gesagt, Betriebsgeheimnis und so weiter, privatwirtschaftlichen Handel, ich spitze jetzt bewusst mal zu, möglicherweise Transparenz machen zu müssen. Das gefährdet ja ganze Wirtschaftsmodelle, ob wir das jetzt richtig finden oder sei mal dahingestellt. Also gut, ich würde mal sagen, auch dort, wo wirtschaftliche Macht stattfindet, ist Transparenz verstärkt geboten. Denken Sie zum Beispiel an große Automobilkonzerne, die dann ihren Verbrauchern irgendwelche Zusicherungen machen, von denen sie ganz genau wissen, dass sie nicht einhalten können, wo sie sogar die entsprechenden Planungen machen, ne, und Absprachen treffen, wie wir mittlerweile wissen. Da muss man sagen, da wäre Transparenz wirklich sehr viel, hätte sehr viel geholfen. Ne? Und zwar Transparenz sowohl gegenüber den Aufsichtsbehörden als auch gegenüber den Verbraucherinnen und Verbrauchern oder denjenigen, die Opfer der von bestimmten Abgasen oder sonstigen Schadstoffen sind. Also insofern würde ich sagen, mehr Offenheit, mehr Transparenz sollte es auch in der Wirtschaft geben. Insofern ist es ja auch kein Zufall, dass dieser europäische Gedanke von Transparenz vom Umweltbereich ausging. Die erste europäische Regelung zum Thema Transparenz ist die Umweltinformationsrichtlinie gewesen. Das lag noch lange vor den allgemeinen Transparenzgesetzen, die dann in den Mitgliedstaaten überall zum Glück mittlerweile verabschiedet worden sind. Ne? Also insofern ist das so ein Punkt, wo man sagen muss, da ist Transparenz auch im wirtschaftlichen Bereich sehr bedeutsam. Im Hinblick auf die Algorithmen ist das eine komplizierte Angelegenheit. Richtig ist, dass die genaue Wirkung bestimmter Algorithmen möglicherweise ein Wettbewerbselement darstellt. Insofern kann man durchaus nachvollziehen, dass Unternehmen sagen, das darf nicht jedem bekannt werden. Aber darf das so weit führen, dass die Schufa zum Beispiel sagt, wie es geschieht, wir verweigern einer Frau, deren Kredit abgelehnt wurde, obwohl sie sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, ein festes Einkommen hat, einen festen Job, verweigern wir die detaillierte Auskunft darüber, warum sie den Kredit oder einen schlechten Scorewert hat. Da muss ich sagen, das ist für mich nicht einzusehen. Das heißt, es ist eine Abwägungsentscheidung. Deshalb sage ich auch, wie in anderen Staaten auch, zum Beispiel in Großbritannien oder auch in vielen osteuropäischen Staaten, sollte es so etwas wie einen Public Interest Test geben, auch wenn es um Informationen geht, die gegebenenfalls bei Unternehmen vorhanden sind, in deren Kenntnis der Staat gelangt ist, wo man dann sagen muss, da gibt es eine Abwägung letztlich, wo man dann sagen muss, in bestimmten Konstellationen muss da eben diese Transparenz geschaffen werden, wo Grundrechte, wo Diskriminierung beeinträchtigt werden, wo Diskriminierung zu befürchten ist und ähnliches. Letzte Frage, vielleicht noch mal ein bisschen auf ein anderes Feld.
Gibt es eigentlich ein Problem mit diesem mit dieser Transparenzforderung, weil das teilweise auch in der, also insbesondere in der Verbraucherschutzdebatte, auch so ein bisschen zum Politiksubstitut wurde? Also ich habe mich irgendwie bei dem Gedanken ertappt, so richtig das ist, auf jedem Joghurt und auf jeder Zigarettenschachtel alle Ingredienzien zu nennen, was übrigens auch eine ungemeine Überforderung bedeuten kann, wie ich immer wieder merke, wenn ich auf der Cornflakes-Schachtel abchecke, ob das für meine Kinder jetzt okay ist oder nicht, weil, also, ich meine, wo fängt man da an und wo hört es auf? Erschöpft sich ja Politik auch oft dann in dieser Transparenzforderung, ohne sozusagen darüber hinaus noch verallgemeinerbare Regelungen jenseits des mündigen Konsumenten zu finden. Also überzieht man das oder ist das alles richtig? Ist der Stellenwert tatsächlich so hoch, wie er in der Politik angesiedelt wird? Das ist sehr schwierig zu beantworten. Also ich würde sagen, Transparenz in diesem Bereich ist auch wichtig, und jemand, der eine bestimmte Unverträglichkeit hat, Laktose, der profitiert natürlich davon, ne, dass bestimmte Inhaltsstoffe deklariert werden müssen. Aber dass die Transparenz selber, sage ich mal, schon die Lösung ist in vielen Bereichen, das glaube ich auch nicht. Das heißt, staatliches Handeln ist in bestimmten Bereichen einfach auch angesagt, wo dann, wo tatsächlich das Ergebnis überhaupt nicht mehr stimmt, ne? Wo man dann sagt, da müssen wir dann doch Grenzen setzen. Ich halte viel von dieser Begrifflichkeit des mündigen Verbrauchers, aber um mündig zu sein, braucht man ja eben mehrere Zutaten. Man braucht das Wissen, man braucht Alternativen und man braucht die Möglichkeit, sich für diese Alternativen frei zu entscheiden, ohne unangemessene Nachteile einzugehen. Und dieses ist ja häufig nicht so gegeben. Das heißt, Transparenz ist in manchen Bereichen zwar eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung, dass man verbraucherpolitische oder auch umweltpolitische Ziele erreicht. Also ersetzt es nicht Politik. Das ist völlig richtig. Und insofern würde ich dem auch durchaus zustimmen. Mir lag gerade noch der Witz auf der Zunge, dass man sich manchmal fragt, ob die Laktoseintoleranzen auch wachsen mit der Quantität der Warnhinweise. Aber das könnten Sie ja vielleicht beantworten, denn ich bin mit meinen Warm-up-Fragen durch. Und wir wären jetzt an dem Punkt, wo ich Sie bitte, kurz und prägnant Ihre Fragen zu stellen. Wir haben ein Saalmikrofon hier hinten und ich würde sagen, wir gehen einfach von links nach rechts, von rechts nach links aus meiner Sicht durch und sammeln ein paar Fragen. Bitte schön. Guten Abend. Mein Name ist Karim Al-Asadi. Ich bin Schriftsteller aus dem Irak und lebe seit mehr als 20 Jahren in Berlin. Vielen Dank für den Vortrag. Das Thema ist sehr groß, wobei ich nicht weiß, in solchen Veranstaltungen, wo die Zeit ein wichtiger Faktor ist, was am besten und am kurzen zu äußern ist. Aber ich werde eine Bemerkung nennen, die gleichzeitig auch eine Frage. Inwiefern kann man zwischen Transparenzgesellschaft und einer demokratischen Gesellschaft übereinstimmen, wenn es große Mengen von Informationen, die individuell sein sollen, für jeden, der Macht hat, zu betrachten sind? Sie wissen sehr gut, dass wir, die Menschen, die in Deutschland leben, vor zwei Jahren, von deutschen Medien, aber auch von internationalen Medien, etwas erlebt haben, das ist
riesige und wichtige Menge von Informationen, die durch WikiLeaks, Edward Snowden zu Weltpublikum gelaufen sind und sind sichtbar und hörbar geworden. Davon haben wir erfahren, dass die Menschen, die uns hier in der Tat schützen sollen, zum Beispiel deutsche Geheimdienste, für fremde Geheimdienste arbeitet. Und das kann brandgefährlich sein. Das bedroht nicht nur die Freiheit, sondern die Kreativität, die Schöpfungskraft und bedroht auch den Weltfrieden. Zumal es ist möglich, in jedem Bereich Spione zu gewinnen. Im akademischen Bereich, wie ich es erfahren habe, aber auch im kulturellen Bereich. Deswegen frage ich. Das ist kurz gesagt. Gut. Ja, also ich denke, das ist ja das Thema Überwachung, das Sie ansprechen durch staatliche Stellen. Und das ist in der Tat ein riesiges Thema. Und ich will jetzt hier dieses Überwachungsfass gar nicht so sehr aufmachen, obwohl ich mich damit ja dauernd beschäftige. Herr Siller hat ja darauf hingewiesen, dass ich gerade ein neues Buch darüber geschrieben habe. Und ist nicht das erste. Und ja, es ist richtig, das bedroht auch Freiheit, weil natürlich die Transparenz eine einseitige dabei ist. Und genau jetzt ist die Frage, wie geht man jetzt damit um? Zum einen konnte es ja nicht mehr geleugnet werden, dann nach Edward Snowden, dass auch der BND durchaus sich ähnlicher Praktiken bedient wie amerikanische Dienste. Das ist ja auch durch den Untersuchungsausschuss, dessen Ergebnisse ja jetzt heute, glaube ich, öffentlich verfügbar gemacht worden sind, Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages, jetzt auch nochmal nachlesbar. Aber die Frage ist ja, wie hat Politik reagiert? Da wurde auch ein bisschen mehr Transparenz geschaffen, indem man das BND-Gesetz novelliert hat, und zwar in einer Art und Weise, dass man die Überwachungsbefugnisse legalisiert hat. Jetzt ist es etwas transparenter, aber damit nochmal ausdrücklich erlaubt. Das ist, insofern zeigt sich dabei auch, dass Transparenz alleine gar nicht alles ist. Also das ist nicht nur beim Umweltbereich so, sondern es muss ja auch ein Handlungswille da sein. Das heißt, die Transparenz exekutiert sich nicht einfach selbst, sondern es muss Handelnde geben, und da sind wir im Politischen, die dann daraus auch Konsequenzen ziehen. Und wenn diese Bereitschaft mehrheitlich nicht vorhanden ist, und sie war nicht vorhanden, zumindest bei dieser Regierungskoalition, dann ergeben sich solche letztlich sehr unguten Zustände. Und wir können alle nur noch wieder auf das Bundesverfassungsgericht hoffen. Also Transparenz ist nicht ein Allheilmittel, aber es ist eine Voraussetzung, eben eine notwendige Voraussetzung dafür, dass wir politisch diskutieren können, ob die politischen Ergebnisse dann allerdings im Sinne derjenigen sind, die diese Kritik üben. Das ist eine ganz andere Frage und das muss anders dann beantwortet werden. Das kann man nicht alleine über Transparenz beantworten. Dankeschön. Zur Transparenz gehört ja auch ein Transmitter. Also Sie haben Ihre Ausführungen jetzt mehr auf das politische Feld gesetzt, aber es ist ja auch in unserer Welt so, dass es eine Fülle von naturwissenschaftlich-technischen Erkenntnissen gibt, die ja in beiden Seiten transferiert werden muss. Ich erinnere zur Zeit an einen Machthaber, der offensichtlich nicht richtig verstanden hat, welchen Einfluss der Klimawandel hat. Also da schlägt das wieder um in die Politik. Also es wächst ja die Rolle der Transmitter. Nicht nur so wie früher, wie Sie das so schön geschildert haben, der Gutsherr, der hat, das war klar, was da nicht in Ordnung war, das konnte man direkt regeln. Aber jetzt wächst ja die Rolle dieser Transmitter, dieser Mittler. Und weil ja auch das Wissen so stark differenziert ist, ja, dass da die Öffentlichkeit das oftmals gar nicht mehr nachvollziehen kann, selbst wenn sie eine Fülle von Informationen hat. Sie ist ja überfordert. Wie schätzen Sie die Rolle dieser Transmitter ein in diesem Prozess der Transparenz? Vielleicht noch eine Wortmeldung dazu nehmen.
Peter Scholz, mein Name. Ich wollte nochmal auf das Stichwort zurückkommen, das Sie genannt hatten, nämlich des Betriebsgeheimnisses. Ich denke, dass wir gerade in Deutschland oder in Europa ja in der Zwischenzeit eine doch beachtliche Diskussion über Transparenz und Informationsfreiheit und ähnliche Dinge haben. Ich bin allerdings nach wie vor oder habe nach wie vor allergrößte Zweifel, inwieweit sich das auf die sogenannte Privatwirtschaft erstreckt. Und ich spreche das deswegen an, weil ich einfach die Tendenz erkenne, dass durch Privatisierungen und Public-Private Partnership eine Entwicklung in Gang kommt, wo kritische Bereiche aus der staatlichen Verantwortung und der staatlichen geschützten Transparenzzone heraus verlagert werden, in den Bereich, wo dann das sogenannte Betriebsgeheimnis gilt. Also, kleines Beispiel hier in Berlin, die Verträge zur Privatisierung der Wasserversorgung, die Gewinngarantien, die den privaten Investoren gegeben worden sind, waren einfach bis zum Ende eigentlich Geheimnisse. Und da sehe ich eine sehr gefährliche und sehr ungute Tendenz, dass immer größere Bereiche des öffentlichen Lebens in solche Sphären verlagert werden. Gut, also zum Thema, ich fange jetzt mal mit dem zweiten Thema an, um dann, aber ich habe das erste nicht vergessen. Zweite Thema, weil das noch allen präsent ist. Also ich sehe diese Flucht ins Privatrecht in vielen Bereichen, das ist völlig richtig, und ich finde es auf der anderen Seite aber dann wichtig, dass man eben auch diese Transparenzansprüche auf diejenigen, die letztlich staatliche Aufgaben erfüllen, dann auch erstreckt. Und dazu gehört auch und gerade bei der Privatisierung von bestimmten öffentlichen Einrichtungen, dass die Bedingungen, unter denen da privatisiert wird, öffentlich werden. Wir haben gerade jetzt die Debatte über die Autobahngesellschaften. Ne, diese Autobahnerstellungsgesellschaften, auch Public-Private Partnership, wo ja auch offensichtlich geheime Klauseln dabei waren, die, wenn sie vorher bekannt geworden wären, im Zweifel dazu geführt hätten, dass man dieses Projekt gar nicht so hätte durchführen können. Das heißt also, insofern wäre da mehr Transparenz auf jeden Fall wünschenswert gewesen. Aber das Berliner Beispiel zeigt ja auch, dass wenn ein politischer Druck da ist und zum Beispiel ein Volksbegehren in diesem Falle abzuwenden war, ne, der Gesetzgeber durchaus in der Lage ist, mehr Transparenz zu schaffen. Gerade in Sachen Privatisierung ist ja das Berliner Informationsfreiheitsgesetz deutlich nachgebessert worden. Einige sagen nicht genug, aber jedenfalls sehr viel stärker, gerade was diese Privatisierungen anbelangt. Also es geht doch. Ne? Also insofern denke ich, das muss aber politisch thematisiert werden. Das finde ich. Das Bundesinformationsfreiheitsgesetz ist da viel zurückhaltender. Ne? Und da würden diese Autobahnverträge oder vergleichbare Privatisierungsvorhaben im Zweifel wirklich durch Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse geschützt. Das halte ich für hochgradig problematisch, wobei ich auf der anderen Seite durchaus akzeptieren würde, dass es sowas wie Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse gibt, solange man Kapitalismus hat. Dann kann man das auch völlig ablehnen. Aber solange es Wettbewerb gibt, ist es notwendig, dass die Wettbewerber auch so etwas wie eine Unternehmensprivatsphäre haben. Ne? Denn sonst könnten sie nicht agieren am Markt. Ne, also, aber das darf nicht dazu führen, dass letztlich grundlegende Fairnessgebote missachtet werden, dass sich der Staat möglicherweise dieser Geheimhaltungsmechanismen in der Privatwirtschaft bedient, um selber intransparent zu handeln. Das finde ich nicht in Ordnung. Zum Thema Transmitter, ich würde sagen Plattformen, ne, wo Informationen gesammelt werden, wo sie zusammengeführt werden. Da gibt es ja eine Reihe von Veröffentlichungen, die ziemlich gut sind, von dem Lanier beispielsweise, das ist ein amerikanischer, ich glaube, Computerwissenschaftler, der diese Datenkonzentratoren ganz besonders im Blick hat, ne, wo es genau um diese Frage geht. Was bedeutet diese Datenkonzentration bei
bei wenigen, ne, welche neuen Marktpositionen entstehen da? Einerseits werden Geschäftsmodelle möglich, die ohne diese Konzentration von Daten gar nicht auf den Markt kommen würden. Ne? Denken Sie an was weiß ich, also Vermittlungsplattformen von allem Möglichen, eBay. Ne? Auf der anderen Seite führen diese Plattformen dazu, dass sie sich selber völlig aus der Verantwortung nehmen und zu Strukturänderungen beitragen, deren Ergebnis teilweise sehr zweifelhaft ist. Denken Sie an Airbnb oder Uber. Ne? Also wo man sagen muss, da müssen klarere Regeln her und da muss auch mehr Transparenz her, aber möglicherweise muss man auch andere Maßnahmen treffen, um bestimmte negative Folgen zu vermeiden. Ne? Aber dazu gehört dann zum Beispiel, dass diejenigen, die bestimmte Dienstleistungen über Plattformen anbieten, zur Sozialversicherung beitragen, dass sie Sicherheitsvorkehrungen beachten, wenn es um Personennahverkehr geht, dass sie auch Steuern zahlen, das ist ja auch nicht für alle selbstverständlich. Ne? Aber da ist dann sicherlich auch staatliches Handeln geboten. Ne? Also insofern finde ich, das ist wichtig, diese Plattformen haben eine zentrale Bedeutung und wie sie funktionieren, sollte schon transparent sein, ne? Damit eben diejenigen, die da entweder die Leistungen liefern oder die Leistungen konsumieren, auch besser einschätzen können, auf was sie sich dabei einlassen. So, das Mikrofon muss hier in die erste Reihe zur Redner. Danke. Rena Tangens von Digital Courage und den Big Brother Awards. Ich würde gerne nochmal den Blick auf die Machtverhältnisse werfen. Denn Transparenz, die Forderung nach Transparenz ist ja eine, die ganz oft an uns kommt. Das ist jetzt angesagt, das ist eine Forderung, das ist schon eine Ideologie. Das braucht einfach jeder. Also ne, was ist denn schon dabei? Hast du was zu verbergen? Also alles soll transparent sein. Die Firmen werden sehr schmalleppig, wenn sie ihrerseits um Transparenz halt gefragt werden. Ich war tatsächlich vor etlichen Jahren hier in der Böll-Stiftung bei einer Podiumsdiskussion auf dem Panel. Da ging es um das Informationsfreiheitsgesetz und ich erinnere mich noch, ich habe leidenschaftlich für dieses Informationsfreiheitsgesetz gestritten und mit auf dem Podium saß eine Juristin für den Bundesverband der deutschen Industrie und die war total dagegen und die sagte, oh nein, da dürfen keine Daten rausgegeben werden von staatlichen Stellen, wenn das irgendwelche Betriebe betrifft, denn das sind doch unsere Daten. Das fand ich sehr spannend, also an welcher Stelle diese Daten dann plötzlich wieder quasi privat sind. Und wohingegen das für die Bürgerinnen und Bürger aber nicht gelten soll. Gucken wir uns das Meldegesetz an, was da versucht wurde, also die Daten frei verkäuflich zu machen. Insofern würde ich gerne den Blick auf diese Machtverhältnisse und die ungleichen Forderungen werfen. Und Peter Schaar sagte gerade sehr richtig, natürlich sind Betriebsgeheimnisse legitim, solange wir Kapitalismus akzeptieren. Und solange es Wettbewerb gibt. Und diesen zweiten Teil finde ich enorm wichtig. Denn wenn wir uns Plattformen anschauen wie Google als Suchmaschine oder als Werbevermittler und wenn wir uns eine Plattform wie Facebook angucken, dann sind das oder auch Amazon inzwischen sind quasi Monopolisten. Und an der Stelle müssen wir dann drüber nachdenken, wie wir diese Transparenz dann auch eben im Sinne der Allgemeinheit durchsetzen können. Und das heißt, groß gedacht, nicht nur denen ein paar Datenschutzregeln vorzuschlagen, sondern dass wir sie verstaatlichen müssen. Danke. Also ob man sie verstaatlichen muss oder nicht, das ist sozusagen eine Frage, wo man noch, glaube ich, etwas länger drüber diskutieren sollte. Ob ein staatliches Google besser wäre als ein Privatwirtschaft, also ich bin da nicht völlig von überzeugt. Also, aber was aber natürlich richtig ist, ist, dass deutlich gemacht werden muss, wie die Geschäftsmodelle wirklich funktionieren. Ne, wie viele, also das finde ich zum Beispiel einen interessanten Aspekt dabei, dass man sagen muss, Und da sind ja auch Wettbewerbshüter dabei. Also ich sehe da durchaus auch im Bundeswirtschaftsministerium und auch auf europäischer Ebene durchaus etliche, die sich damit auch durchaus sehr ernsthaft und kritisch beschäftigen, wo es eben um die Frage geht, ja, was bedeutet eigentlich diese Datenkonzentration bei ganz wenigen, ne, zum Beispiel für den Wettbewerb,
Ne? Also dieser Vorwurf, der sich speziell gegen Google richtet, wird ja von der Europäischen Union mittlerweile offensichtlich auch geteilt, also von der Wettbewerbskommissarin, dass dort Suchergebnisse so gestaltet werden, dass diejenigen, die nicht an Google ausdrücklich Geld bezahlen als Unternehmen, einen sehr schlechten Stand haben und dass speziell Unternehmen, die selbst zur Google-Gruppe gehören, einen Vorteil gegenüber den Wettbewerbern auf den jeweiligen Teilmärkten bekommen. Das hat jetzt mit Datenschutz im engeren Sinne gar nichts zu tun, aber sehr viel mit funktionierenden Märkten und mit Wettbewerb. Und das ist zum Beispiel eine staatliche Aufgabe, und dagegen dann gegebenenfalls vorzugehen. Nochmal zum Thema Skepsis gegenüber Verstaatlichung. Das Problem haben wir ja im Bankensektor auch gehabt und die staatlichen Banken waren die schlimmsten, ehrlich gesagt, in der Bankenkrise. Und die Haushalte der Länder gerade hier sind zum Teil da ja in die Knie gegangen oder waren kurz davor, gerade weil die staatlichen Banken in besonderer Weise Risiken ignoriert haben. Also insofern, wie gesagt, dass staatliche Infrastrukturen in vielen Bereichen sinnvoll sind, sind wir uns wahrscheinlich einig, aber die Verstaatlichung von bestimmten Monopolisten oder Quasi-Monopolisten wird nichts lösen. Zumal wir das mit internationalen Unternehmen zu tun haben. Und da ist der Begriff der Verstaatlichung auch irgendwie eine halbe Lösung. Ich hätte da auch noch eine Anschlussfrage, aber Rena, du darfst gerne nochmal. Klar, wir sind hier eine Diskussionsveranstaltung. Bitte. Okay, die Verstaatlichung ist ein bisschen noch Provokation, aber es heißt halt im Allgemeinwohl und tätig sein und eine Aktiengesellschaft darf das gar nicht. Eine Aktiengesellschaft muss im Sinne ihrer Shareholder tätig sein und deren Gewinn mehren. Wenn wir, aber ich fand diesen Satz von Ihnen halt wichtig, wenn Wettbewerb da ist. Und dann müssen wir den Wettbewerb eben herstellen. Und das machen diese Klagen gegen Google mit Strafzahlungen nicht, sondern an der Stelle geht es darum, dann aktiv zu handeln und was Positives zu machen. Denn es gibt viele fitte kleine Firmen, die programmieren und zum Beispiel auch andere Suchalgorithmen als Google vielleicht finden. Die haben bloß keine Chance, weil Google so viel Vorsprung hat. Die haben einen großen Datenschatz, was sie halt auf anderen Webseiten halt zusammengesucht haben. Keine andere Suchmaschine hat diesen Schatz und ohne das funktioniert es nicht. Das Geld muss man erstmal haben. Und deswegen finde ich es eine Aufgabe der Europäischen Union, dass sie einen solchen Suchindex als öffentliche Aufgabe macht. Nicht eine eigene Suchmaschine, sondern den Suchindex, auf den dann europäische Firmen zugreifen können. Google hat das, ansonsten in China hat Baidu das und Yandex in Russland. Die wissen, warum sie einen eigenen Suchindex haben. Das ist ein Machtinstrument. Nicht nur für die Suche, nicht nur für die Werbung schalten, sondern natürlich auch zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung, weil ich die Suchergebnisse natürlich auch entsprechend sortieren kann. Insofern ein Aufruf, etwas Positives zu unternehmen, um den Wettbewerb überhaupt wiederherzustellen. Aber da könnte man ja zum Beispiel dann die Forderung erheben, ich glaube, das geschieht ja auch, dass diese Unternehmen wie Google diesen Suchindex öffnen müssen. Ne? Also dass man ne, solche, das sind zum Beispiel Regulierungsmaßnahmen, über die nachgedacht werden muss. Ja, vielleicht darf ich ganz im Sinne von Rena Tangens nochmal andersrum nachfragen. Ich meine, dieses Transparenzgebot jetzt aus einer klassisch rechtsstaatsliberalen Perspektive bezog sich ja auf den Staat sozusagen als einen ganz, ganz mächtigen Akteur. Jetzt sind wir in der Situation, wo wir sagen, okay, diese Machtkonzentration ist eben auch und vielleicht noch mehr zu diagnostizieren im ökonomischen Bereich. So, jetzt kann man natürlich hingehen wie Verena und sagen, okay, dann muss das sozusagen in eine quasi staatliche Kontrolle oder das wäre eher meine Wortwahl, zumindest müsste man, sagen wir mal, so einen öffentlich-rechtlichen Auftrag in dieser digitalen Sphäre stärken. Also wir hatten da neulich eine sehr interessante Veranstaltung in den öffentlich-rechtlichen Medien. Ist ja ganz interessant, dass sie nicht staatlich sind, aber auch eben nicht einfach privat. Also da gibt es ja so Zwischenformen.
Aber was mich jetzt mal interessieren würde, ich meine, die klassisch ordoliberale Antwort, Walker, Eucken, Freiburger Schule, Frankfurter Schule ist, also wäre ja Entflechtung von Machtkonzentration, ein Ordnungsrahmen, der echten Wettbewerb herstellt, der eben wegkommt von dieser Machtkonzentration und Monopol. Ich meine, wenn man jetzt mal dein Argument, Peter, zu Ende denkt, dass dieses Transparenzgebot eigentlich sich auf Machtmissbrauch, Machtkonzentration bezieht, dann wäre ja der Umkehrschluss, nehmen wir mal jetzt die digitalen Player, wenn wir da einen echten Wettbewerb hätten, wenn diese Entflechtung stattgefunden hätte, dann wäre ja auch dieses Transparenzgebot eigentlich zugunsten tatsächlich dann von Betriebsgeheimnis eigentlich am Ende. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass umgekehrt gerade das Transparenzgebot in diesem Sinne zu interpretieren ist. Transparenz auch ein Stück als Machtbegrenzung zu sehen und die Möglichkeit von Machtkontrolle zu schaffen überhaupt. Ne? Also insofern würde ich, also diese klassischen Entflechtungsvorstellungen, die sind ja nicht völlig vom Tisch, aber sie sind bei internationalen Unternehmen nur sehr schwer durchsetzbar. Aber warum soll denn unter, sagen wir mal, fairen Wettbewerbsbedingungen, warum sollen denn da die Player jetzt offenlegen, was sie mühselig sozusagen als ihr Erfolgsmodell entwickelt haben? Aber für einen fairen Wettbewerb gehören ja auch, sage ich mal, bestimmte Marktzugangsmöglichkeiten für andere. Und hier, das ist jetzt natürlich eine sehr spezielle Diskussion, die Rena Tangens da jetzt angefangen hat mit den Suchindizes. Das werden vermutlich in diesem Raum nicht so sehr viele so nachvollziehen können, dass man tatsächlich differenziert zwischen bestimmten Daten, die auch im auch wenn sie privatwirtschaftlich irgendwo erzeugt worden sind, von so zentraler Bedeutung sind, dass sie öffentlich gemacht werden sollen, beziehungsweise auch Dritten zur Nutzung zur Verfügung gestellt werden sollen. Und der eigentliche Suchalgorithmus, der ist nach wie vor, sage ich mal, dann Betriebsgeheimnis. Ne? Das heißt, also das ist ja so, wenn ich das richtig verstanden habe, die Vorstellung, dass der Index, der da erzeugt wird, eben auch für Dritte geöffnet wird, damit die Qualität der Suchergebnisse dann wirklich nur noch von dem Index bestimmt wird, wo es einen tatsächlichen Wettbewerb gibt. Ne? Also insofern wird da auch nochmal differenziert zwischen den verschiedenen Ebenen der entsprechenden Plattform. Aber um jetzt nochmal auf das Thema Grundrechte gegenüber Unternehmen zu kommen, und da habe ich mir schon viel Kritik mal eingeholt, insbesondere von, wie ich sagen würde, rechtspositivistisch denkenden Juristen und Juristinnen auch, wo ich sagen würde, ja, in der digitalen Gesellschaft und angesichts extremer Machtkonzentration und Informationsvorsprünge von ganz wenigen Unternehmen müssen Grundrechtswirkungen auch gegebenenfalls gegen Unternehmen gewendet werden. Ne? Also auch wenn das der klassischen Lehre der Grundrechte als Abwehrrechte gegenüber dem Staat zu widersprechen scheint. Aber wenn man sich die Debatte, die verfassungsrechtliche Debatte in Deutschland anschaut, dann ist es doch so, dass wir Grundrechte durchaus auch nicht nur als Abwehrrechte gegenüber dem Staat interpretieren, sondern als Gestaltungsansprüche gegenüber der Gesellschaft. Ne? Und dann ist man halt auch auf der Ebene, wo man sagen kann, auch gegenüber Unternehmen muss es mehr Transparenz geben, ohne dass man jetzt eins zu eins alle Instrumente übertragen kann. Okay, wir haben noch 3 Wortmeldungen und das werden auch für heute im offiziellen Teil die letzten sein, weil dann die 1,5 Stunden um ist und ich schlage vor, wir fangen hier vorne an. Also meine Frage wäre, ob wir nicht uns eigentlich in einer Zeit der Transparenzmüdigkeit befinden und diese Forderung nach Transparenz eigentlich eine ist, die irgendwie unzeitgemäß scheint, weil
die generell sozusagen einer der Treibstoffe dieser Transparenzbewegung, so wie wir sie kennen in Deutschland, ganz wesentlich die Demokratieforderung war und eigentlich im Grunde einen Teil der Demokratiebewegung ausgemacht hat. Also mehr Transparenz, auch so wie du das schilderst, Peter, ist sozusagen eine, die die Herrschenden sozusagen angeht und die Herrschenden dazu zwingt, eben offen zu legen, beispielsweise Kriterien von Entscheidungen oder Entscheidungsprozesse. Und es ist aber nicht so, dass gerade diese Demokratie, so wie wir sie jetzt gerade diskutieren und erleben, eine ist, die unter sozusagen wahrgenommen wird als unter Druck, ja, also auch sozusagen im internationalen Vergleich als gefährdet, gleichzeitig auch als eine Demokratie, die von innen möglicherweise unter Druck gerät. Bald haben wir die AfD im Bundestag vielleicht. Und dann wird natürlich auch so ein Instrument der Transparenz von solchen Kräften benutzt werden in alle Richtungen. Also gibt es nicht vielleicht sozusagen, wenn man das so ein bisschen kontextualisiert, diese klassische, schöne Forderung nach Transparenz, eigentlich einen Gesamtkontext und eine Gesamtstimmung, die eigentlich dem ganz zuwiderläuft und die es so schwierig macht, dieses Thema überhaupt aufzugreifen und zu diskutieren. Und das ist vielleicht auch einer der Hintergründe dafür, dass wir zum Beispiel in diesem Bundestag, jetzt, der jetzt noch gerade ausläuft, dieses Thema Informationsfreiheit gar nicht haben in irgendeiner Weise hochkochen sehen. Also die Frage, wie kann es mit der Entwicklung der Informationsfreiheit weitergehen? Wie kann dieses Gesetz, was schon ziemlich alt ist, so weiterentwickelt werden, dass die Instrumente zeitgemäßer sind, die Abwägungen auch mal zugunsten des Bürgers in bestimmten Bereichen ausfallen? Also ist das vielleicht auch einer der Hintergründe dafür, dass wir da stagnieren und dass beispielsweise deine Nachfolgerin, die Bundesbeauftragte für die Informationsfreiheit, auch in diesem Bereich sich eher bedeckt hält zurzeit und so einen sehr, sehr flachen Ball zu spielen scheint. Das wäre also meine Frage, ob dieser Kontext für dich einleuchtend ist. Vielen Dank. Das Mikrofon muss nach hinten, genau. Genau. Bitteschön. Und zwar ging es ja bis jetzt vor allem um die rechtlichen Hürden für Transparenz, aber mit der zunehmenden Automatisierung, vor allem von komplexen Prozessen, komplexen Entscheidungen, nehmen ja auch die technischen Hürden für Transparenz zu. Und selbst wenn es diese rechtlichen Hürden nicht gäbe, reicht es ja häufig nicht, einfach zu sagen, wir machen jetzt den Code transparent. Da kann vor allem der oder die einfach Betroffene nicht viel mit anfangen. Und häufig ist es ja eben auch so, dass tatsächlich ein algorithmischer Code nur im Zusammenspiel mit speziellen Daten das Ergebnis ausspuckt, was am Ende relevant ist. Und ich sehe genau für diese technischen Hürden und diese neuen Herausforderungen noch nicht den nötigen Dialog und auch noch, ich habe selber keine Lösung dafür. Was glauben Sie, sind da mögliche Schritte, die getan werden können? Vielen Dank. Und jetzt noch einmal nach rechts, genau. Dritte Reihe von hinten. Bitteschön. Sie haben ja selber schon angesprochen, dass wir uns alle von der deutschen Automobilindustrie momentan mehr Transparenz wünschen. Welche Lösungsansätze sehen Sie da denn? Weil von den Unternehmen selber wird das ja wahrscheinlich nicht ausgehen. Ja, das sind ja alles drei Fragen, die ziemlich gut zusammenpassen. Ne? Transparenzmüdigkeit, sozusagen Komplexität, Aspekte der wirtschaftlichen Interessiertheit. Ich würde mal sagen, das hat alles etwas, sozusagen einen gemeinsamen Nenner, den ich da entdecken würde bei diesen drei Fragen, der besteht vielleicht darin, dass es gar nicht nur darum geht, sozusagen Daten transparent zu machen, sondern gegebenenfalls Zusammenhänge. Und ich finde, das ist auch ein Punkt, über den wir viel stärker diskutieren müssen. Das heißt, wie ist der VW-Skandal, wie ist diese Dieselmanipulation die Manipulation der Abgaswerte bekannt geworden, indem sich Leute die Mühe gemacht haben, den tatsächlichen Ausstoß an Schadstoffen zu messen. Eigentlich ist es eine Banalität. Und vielleicht ist das ja auch genau der richtige Weg, auch mit dem Thema Algorithmentransparenz umzugehen. Zu messen, was hinten rauskommt, wie Helmut Kohl mal gesagt hat, auch wenn er was anderes gemeint hatte. Aber ich meine, zu sehen, wie wirken sich bestimmte Verfahren aus.
Das beste Beispiel, das ich kenne, ist schon ein paar Jahre her. Da ging es halt um diese Frage der sogenannten Unisex-Tarife. Beziehungsweise es ging eigentlich erstmal, ich habe das Ergebnis schon vorweggenommen, das war jetzt unklug, es ging um die Frage der geschlechtsspezifischen Tarife in der Krankenversicherung und in der Lebensversicherung. Und das gab es früher, dass Frauen mehr zahlen mussten als Männer. Und das war dann durchaus etwas, was man statistisch oder algorithmisch erklären konnte, wo dann aber der Europäische Gerichtshof gesagt hat, das Ergebnis, das darf nicht sein. Ne? Mag ja sein, dass Frauen Kinder kriegen. Ne? War ja auch vorher schon bekannt. Ne? Und deshalb auch bestimmte Kosten damit verbunden sind, die bei Männern eher weniger anfallen. Ne? Und andere Aspekte der sag ich mal, geschlechtsspezifischen Morbidität auch. Auch, dass Frauen länger leben und deshalb in der letzten Lebensphase häufig kränker sind als Männer. Also das sind solche Aspekte, die eine Rolle gespielt haben. Und trotzdem sagt der Europäische Gerichtshof, diese geschlechtsspezifischen Tarife widersprechen dem Gleichbehandlungsgebot. Ne? Und im Sinne dieser Vermeidung von Diskriminierung hat man dann im Ergebnis festgestellt, es darf nur noch Unisex-Tarife geben. Hat geklappt. Mittlerweile gibt es nur noch Unisex-Tarife. Ne? Und die Frage ist, ob man das nicht sogar verallgemeinern müsste. Genau diese Forschung nicht unbedingt nach dem Code, ne, sondern nach den Ergebnissen. Ne, was hinten rauskommt, ne, danach zu gehen. Und so komme ich jetzt zum Thema Demokratiemüdigkeit. Es geht nicht, oder Transparenzmüdigkeit, ich habe jetzt schon Demokratiemüdigkeit gesagt, gibt es ja auch. Ne, aber Transparenzmüdigkeit, wo man sagt, wir haben so viele Informationen irgendwie, aber was können wir damit anfangen? Der Mensch ist auch ein informationsverarbeitendes System, aber er kann diese Vielzahl der Daten gar nicht richtig interpretieren und man hat auch gar nicht die Zeit und Lust dazu. Ne, also geht es ja immer wieder um die Frage, was sind die essentiellen Informationen? Immer wieder gibt es ja diese Vorstellung, mit diesen Ampelsystemen auch zu arbeiten, um die Orientierung zu vereinfachen. Und ich finde, dass das absolut richtig ist, dass darüber diskutiert wird, wie kann man das machen. Ob das jetzt sich alles auf 3 Ampelfarben reduzieren, das ist durchaus zweifelhaft. Aber es gibt bestimmte Mechanismen, wie man eben diesem Phänomen, dass man den Wald vor Bäumen nicht sieht, ein Stück entgegenwirken kann. Ne? Also wie kann man da irgendwie hinkommen? Und das gilt auch für staatliche Informationen. Ne? Also das ist da, aber es ist natürlich verdammt komplex. Das gebe ich zu. Und eine Vereinfachung oder eine Handhabbarkeit kann möglicherweise dann auch zu falschen Ergebnissen führen. Also insofern ist Transparenz auch kein Allheilmittel. Andererseits muss man aber sagen, die Anzahl der Anfragen bei den Behörden nach den Informationsfreiheitsgesetzen nimmt zu. Und zwar sehr deutlich in den letzten Jahren, Jahr für Jahr. Ne? Und das deutet darauf hin, dass solche Instrumente auch nach einer gewissen Zeit beginnen zu wirken. Ne? Und deshalb würde ich jetzt nicht generell sagen, es gibt eine Transparenzmüdigkeit, aber die Transparenz wird nicht von sich aus sich selbst exekutieren. Wir müssen irgendwelche Mechanismen hinbekommen und das kann ja auch durchaus vermittelt sein über Verbände, über Verbraucherschutzorganisationen und letztlich über Gerichte, wie man dann diese Informationen wiederum transformiert in handhabbare Ergebnisse. Und da kommt dann eben Politik wieder ins Spiel. Insofern finde ich das ja gut, dass wir das Transparenzthema nicht nur als ein technisches Thema betrachten, sondern auch als eins, das unsere Gesellschaft insgesamt sehr stark betrifft, angesichts der Tatsache, dass eben immer mehr Daten und Informationen generiert werden. Vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind, ob Sie es glauben oder nicht, schon wieder am Ende des offiziellen Teils unserer Veranstaltung angelangt. Und ich denke, wir wissen das nach so einem Arbeitstag oder nach so einem reichhaltigen Tag, was immer Sie gemacht haben, auch zu schätzen, dass solche Veranstaltungen, so interessant sie sind, irgendwann dann auch wieder enden. Aber der Abend ist noch lange nicht vorbei, denn Sie sind herzlich eingeladen, unten bei einem Getränk noch im kleineren Kreis weiter zu
überlegen, zu diskutieren, und es sind ja noch viele lose Enden, wie könnte es anders sein, geblieben. Ich will unbedingt Ihnen noch eine Information weitergeben, auch ganz ohne Informationsfreiheitsgesetz, nämlich, dass wir uns am 9. Oktober, soweit Sie Zeit haben, uns hier wiedersehen. Warum? Weil am 9. Oktober die nächste Veranstaltung stattfindet und dann zum Thema Unübersichtlichkeit die neueste, wo wir nochmal überlegen, inwieweit leben wir eigentlich, was Habermas ja schon vor 30 Jahren behauptet hat oder noch länger, in unübersichtlichen Zeiten, und wie ist es eigentlich mit dem Verlust politischer Orientierungsbegriffe, progressiv, liberal, links, rechts, oder brauchen wir diese Begriffe in Wahrheit mehr denn je? Peter Schaar ist auch herzlich eingeladen, vielleicht hat er ja Lust, sich das auch mal in einer Rolle anzuschauen. Wir würden uns jedenfalls sehr freuen, wenn Sie wieder dabei wären, und der letzte Applaus und ein tiefer Dank auch von uns als Heinrich-Böll-Stiftung geht natürlich an Peter Schaar für diesen sehr interessanten Abend. Vielen Dank. Applaus